Ich kann es hier so irgendwie hindingsen, damit da eine Erklärung steht. Erstmal beklaue ich ihn. So, und jetzt schauen wir, ob das geht. Wenn du da jetzt runterhüpfst. Nein. Nein. Ich kann es nur verbergen. Tunneleingang 12 Meter über mir. Das dürfte der Tunneleingang sein. Dann speichere ich hier noch einmal. Ich speichere heute ganz gerne. Das ist ein Let's Save. Es wird immer komisch. Oh Gott, was ist das? Jetzt sehe ich, warum sollte man sich bei ihnen rächen? Jetzt ist der Fehler irgendwo. Nicht das Herz hatte ich gerade in der Hand. Ja, das meine ich. Okay, noch immer unter mir da unten. Danke! 2 von 5 Runen. Ich habe das Gefühl, dass diese Mission noch ein bisschen was hat. Mhm. Wie komme ich hier wieder weg? Oh. Mann, aber ist hier unten sonst eh nichts? Das ist doch der Tunnel! Das ist doch der Weg weiter. Das sagt mir aber noch, dass der Weg weiter dort oben ist. Es gibt mehrere Eingänge immer. Ja, aber ich glaube, warte mal, du wirst es gleich sehen, was ich meine, glaube ich. Ich glaube nämlich, das ist ein kleiner Bug. Nein, nicht runter, rauf. Kletter, kletter, kletter. Weil der sagt mir, hier ist der... Zur Hölle bin ich hier schon wieder gelandet. Hallo Maus. Ratte. Ich nenne dich Maus. Dann jetzt sagt mir, da ist der Tunneleingang. Ich geh einfach zum Tunnel. Oh, dort! Hallo! Nein, wir. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ich bitte um mein Leben. Als ich die Kaiserin tötete und ihr die Tochter nahm, wurde mir etwas klar. Nun sehe ich das Zeichen auf Ihrem Handrücken. Das Zeichen des Outsiders. Ich weiß, was ich tat. Die vielen Jahre des Wartens im Schatten der Gassen, um irgendeinen Reichen mit einem Messer abzustechen. Bade. Jetzt? Das durch die Hände floss. Für einen von ihnen zu töten im einen Jahr, für den Tod desselben bezahlt zu werden im nächsten. Ich habe an den Schreinen kniend dem Flüstern des Outsiders gelauscht, der mir sagte, ich würde die Dinge verändern, dass ich wichtig sei. Es war gut. Durch ihn fühlte ich mich mächtig. Aber was habe ich erreicht? Mehr als sie? Oder viel weniger? Ich glaube weniger. Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt zu verlassen und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in ihren Händen. Weil jetzt auf einmal hat er genug. Sie. Töte nicht. Hi. Hut, Hut. Hut, Hut, Hut. Hut, Hut, Hut. Nicht Hut. Töten. Hut, Hut, Hut. Nicht töten. Ja, aber er hat, glaube ich, noch Blut gehabt. In Gnade. Nope. Außergewöhnlich. Trotzdem gut. Dann. Tschüss. Gnade vor Recht. Wir haben eine Trophäe. Ah, wir haben so ein Schicksal geurteilt. Ja. Ich habe hier doch Blut gesehen. Ach, was. Komm, fall! Einmal soll er fallen. Apfel, Brot, Geld, Geld, Geld. Was bist du? Ein Sextant. Was
Warum zur Hölle hat er einen Sextant? Wir wollen es nicht wissen. Hat er schon wieder komische Fetische? Mhm. Oh Mann. Ich vertraue ihm sogar, dass er das ernst meint. Dass er nicht mehr töten will? Ja. Das ist so ein Zufall. Kaum würde er sterben, hat er keine Lust mehr zum Töten. Ich traue ihn irgendwie, aber ich traue jeden. Ja. Tunnel zum Tor. Ja. Oh Gott. Was denn? Ich kann mir nicht vorstellen, was jetzt kommt. Ich will es wissen. Wir entkommen. Ich glaube, wir entkommen nur noch. Und das war's? Aha. Ja, aber es ist kein Spoiler, dass wir im zweiten Teil dabei sind. Neben Emily. Aha. Und es gibt ja noch die ganzen Vollidioten, die uns verraten haben. Was sagt uns das Herz? Da ist eine Rune in 88 Meter. Ach Gott, 88 Meter, wirklich. Und ich muss dort in 14 Meter hin. Und da ist eins in 45 Meter. Und achso, das ist nochmal der Tunnelausgang. Okay. Hi. Ist das wieder die Stadt? Das Gefängnis von ganz am Anfang, oder? Mhm. Glaube ich aber nicht. Schaut da ein bisschen so aus, aber glaube ich nicht. Wir sind im überschwemmten Bezirk. Überwinde die Quarantänesperre und verlasse den überschwemmten Bezirk. Ah, Gott. Auf den Stand. Ich glaube nicht, dass ich dort sehr sicher bin. Ratten. Boah, die sind intelligent. Ach Gott, ich kann das mit den Granaten nicht. Au. Das war's wert. Wo ist es gemacht, Leute? Oh! Da war's doch! Ich schau nicht mal mehr, was die bringen. So, da ist eine Rune in über 100 Meter. Also auf der Strecke, wir müssen da drauf. Das kommt mir nicht sehr sicher vor. Und wir müssen dort zum Tor in noch viel mehr Meter. Wäre hier alles komplett voller Ratten, wenn man bis jetzt viel getötet hätte? Ich weiß nicht. Weil das kommt mir irgendwie so wie ein Rattengebiet vor. Was irgendwie auch logisch ist, aber es sind doch recht wenig, kommt mir vor. Wir haben ja auch bis jetzt eigentlich immer niedrigen Chaosfaktor gehabt. Ich glaube, das sagt nicht so aus. Ich weiß nicht. Perfekt. Oh. Ernsthaft? Da fällt sogar Alan Wake runter. Wirklich? Also hier müssten Milliarden von Ratten sein. Dann müssten hier sehr viel mehr Ratten sein, ja. Aber das ist alles, was wir hier entfassen. Was? Die sollten doch die Leute beschützen. Das
haben sie. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns, den Kranken. Mir geht es nicht so schlecht. Manche Leute überleben es, richtig? Oder nicht? Einer von 1000. Wahrscheinlich 10.000. Das Risiko gehe ich ein. Wenn ich hier rauskomme und es mir besser geht, werde ich mein Leben ändern. Ein Neubeginn. Ganz von vorn. Mach's gut, mein Junge. Seltsam. Sie sehen nicht krank aus. Sie sind kein Opfer und keine Wache. Vielleicht ein Geist aus dem großen Nichts? Alle paar Minuten kommt ein neuer Wagen. Wie viele wohl gestorben sind? Man sagt, ein Drittel der Stadt. Ich wollte es nicht glauben, doch dann sah ich selbst den Leichenberg. Sie haben uns einfach draufgeworfen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich weiß, warum Sie es tun. Aber ich wollte zu Hause sterben. Ist hier sonst kein Feind? Du bist richtig, richtig hart gerade. Das ist so gemein. Einfach die Leichen alle auf eine Halde werfen. Aber hier ist sogar Erd gesagt, der versteht, warum sie es machen. Ja, das ist wie die Pestgruben damals. Man will es einfach irgendwie andämmen, auch wenn es nicht richtig ist. Teilweise. Muss man. Du kannst nicht allen eine ordentliche Beerdigung. Was mache ich hier? Du kannst nicht allen eine ordentliche Beerdigung geben. Das ist. Es gibt keinen Friedhof, der so groß ist. Das nicht, aber zum Beispiel, sie wurden ja lebendig mitgenommen. Nur weil sie krank sind, ja. Nur weil sie angeblich krank sind, wobei die waren krank. Sieht so aus, als wären mehr mitgenommen worden. Nee, ich habe nur Angst, dass ich hier wieder Weiner treffe. Mhm. Was gibt's hier nicht? Ich sehe noch gar nicht. Und das ist ein Warner. Na toll. Irgendwie. Wo war der? Da. Achso, da oben. Wieder hier. Ah, ich bin ein Genie. No one will keep us from death. Das glaube ich auch. Ah, sie schaut mir nicht feindlich zu. Hau ab! Zurück, was bist du? Bist du eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein ich Arzt? Kein Tallboy. Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter. Auf der Durchreise, wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Das probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Okay, was willst du von mir? Mich ausrauben? Ja. Mich mit mir im Heu wälzen? Nein. Mich retten? Wozu? Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin hier ganz alleine hergekommen und ich werde hier bleiben. Schön für dich, lass mich das lesen. Liebste Alpha, es macht uns nichts aus, dass du krank bist. Bitte komm nach Hause.
Wir kümmern uns um dich. Ich habe keine Angst. Deine Schwester hat mir verraten, dass du dich mit im überschwemmten Bezirk verstecken willst, um dort für dich alleine zu sterben. Bitte tu uns das nicht an. Bitte. Ich liebe dich. Denkst du, da draußen ist es besser? Ich sage es dir nur ungern, aber so sieht's nun mal aus. Das, was du hier siehst, danke. Das ist Dunwall. Der überschwemmte Bezirk. Der Bezirk der Reichen. Das ist creepy. Bisschen. Achso, wir werden wahrscheinlich sowieso hierher gekommen. Hättest du nicht auf einen Seuchenwagen springen? Hinten rumgehen können. Keksbanane, hey! Hallo Keksbanane! Ich mag Kekse, ich mag Bananen! Ich mag dich! Cooler Name! Ist echt ein cooler Name. Schon! Besonders diese Kekse mit Chocolate Chips. Da mit Bananengeschmack-Kekse noch rein. Das wäre cool. Du magst Süßes. Bisschen, ja, bisschen. Merkt man das? Ja, ganz wenig. So, warte mal. Ich habe jetzt. Da war doch das Knochenartefakt. Achso, das ist hier oben. Danke, bitte. Wenn man einen coolen Namen hat, darf man das ruhig auch mal so erwähnen, finde ich. Geld, 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 Geld! Ich bin nicht Geld geil. Also, die Kronen müssen doch was bedeuten. Hat sie nicht vorhin gesagt, das ist der Bezirk der Reichen? Ja, aber trotzdem. Der Bezirk der Reichen. Danke. So, und jetzt kann ich da rauf. Oh Mann. Muss ich da rauf? Ich glaube nicht. Ich will lieber da drüber. Ich gehe lieber zu Fuß eigentlich. So ein Creep. Ah, das geht nicht ganz aus. Ich speichere, bevor ich das probiere, weil ich bin gleich tot. Du willst es nicht rüberspringen. Nein. Oh Gott. Ah, warte, das war falsch. Ich wollte. Nein. So. Nein. Nein! Oh Gott, du lebst. Wie habe ich keinen Schaden genommen? Ich glaube, du bist gerutscht. Cool. You cannot kill the red plague. Wo ist hab ich doch vorhin gemacht. Wo ist er? Da ist er. No. Oh, ich kann ihn töten. Nein. Mach ich auch nicht. Obwohl, es wird gut für ihn, aber... Nein, ich töte nicht. Die bauen sich eine neue Zivilisation auf. Die Seuchinis. Ja. Ganz ehrlich, alle, so, sobald sie mal hier rauskommen, alle anderen vom Anspringen. Die Seuchenkarren kommen jetzt alle paar Minuten. Wir müssen nur aufschauen.